So, dann hoffe ich sehr, dass jetzt alles funktioniert. So, erst einmal wächst du dieses Kind bitte wieder auf. Was machst du jetzt? Kind das Hochstuhl heben? Ist er müde? Dann kann er ins Bett gehen, schlafen. So, und dann wächst du jetzt bitte dieses Kind. Das verhungert sonst. Aber ganz fix. Ich habe für sowas keine Ausdauer heute. Aber es müsste jetzt wieder funktionieren. So, wird er wach? Ja. Mehr Auswahl, Babypflege, füttern, mit Flasche füttern. Ich weiß nicht, vielleicht hat es auch nicht funktioniert, weil er die Flasche nicht will. Aber ich denke eher, dass es am Spiel lag. Macht sie es jetzt? Warum bist du wach? In die Haie gehen. Okay, er will die Flasche nicht. Kann ich ihn stillen? Okay, Kind backt ein bisschen rum. Das ist aber kein Problem. Das ist relativ normal. Okay, ich glaube, sie stillt ihn gerade. Oder auch nicht. Ich glaube, du stehst ein bisschen falsch rum, Schwester. Vielleicht sollte ich ihr auch wirklich einfach nur noch dauerhaft sagen, dass sie nach dem Säugling sehen soll. Ich glaube, sie hat mittlerweile vom Erziehungslevel her das hoch genug, dass sie das auch alleine hinkriegt. Oh Gott, endlich! Ist sie wach? Haben wir noch was zu essen stehen? Nee, ne? Okay, Mikrowelle. Mikrowellenmahlzeit, Hähnchennuggets, schnelle Mahlzeit, Joghurt. Das sollte funktionieren. Dann kann sie schon mal essen. Dann geht sie hier einfach kurz duschen und auf die Toilette. Geht dann raus spielen. Und arbeitet dann bitte vorsichtig am Projekt weiter. Das sollte so funktionieren. Wie sieht es bei ihm aus? Okay, ebenso. Gut, dann Hähnchennuggets, Joghurt. Der Rest ist relativ okay. Pirat spielen. Hat er mittlerweile seine Hausaufgaben wieder im Inventar? Nee, aber ist auch nicht schlimm. Er wird ja heute älter. Stimmt, dann braucht er das Buch ja nicht mehr. Dann hat er nachher seine Highschool-Aufgaben. So, und dann kann das Kind jetzt nämlich bitte in die Haie gehen, weil dann können wir nämlich anfangen zu kochen. Kochen, irgendwas. Und dann müssten wir noch einen Kuchen machen, bitte. Eine Schokotorte. Und danach planen wir einen Geburtstag. Es ist soweit. Ein Geburtstag. Haushalt, Haushalt. Nein, ist mir egal. Ich lasse das Kind jetzt heulen. Sei mir nicht blöd. Haushalt. Feuerwehr, Rechnungsinfo, Adoptionsagentur, Bestellung, Gartenservice, Reinigungsservice. Ist es unter Sozial? Sozial. Gesellschaftliches Ereignisplan. Warum weint er? Traurig? Geh schlafen. Geh einfach schlafen. Mach, Kind. Geh einfach schlafen. Bitte. Schlaf. Babyparty. Herausforderungsbelohnung. Zu den Gold-Level-Belohnungen gehört eine neue Wiege. Lade Freunde, Verwandte ein, um die Erweiterung deines Haushalts zu feiern. Ob Schwangerschaft oder Adoption. Die Aufnahme eines neuen Familienmitglieds ist ein wichtiger Moment im Leben, der gefeiert werden muss. Hey, wie cool. So, Geburtstagsparty. Weiter. Wir nehmen Alpha Kevin als Geburtstagskind. Alle anderen sind Gäste. Caterer besetzen wir nicht. Mixer besetzen wir nicht. Entertainer besetzen wir nicht. So, die Shiny Residenz. Geburtstagszimmer von Alpha Kevin.
So, okay. Weil dann kann nämlich unser Kind altern. Was machst du jetzt? Tanzen? Nee, ah, du sollst einen Kuchen backen. Mach doch einen Kuchen jetzt. Dein Kind hat Geburtstag. So, wir sind übrigens hammermüde. Das ist gar nicht gut. Das heißt, wir verschlafen wahrscheinlich den Geburtstag unseres Kindes. Aber das ist egal. Ist auch mitten in der Nacht, so 1:21 Uhr. Aber juckt ja auch keinen, wa? Ich muss nur aufpassen, dass sie jetzt kein Stück vom Kuchen isst. Läuft gut. Das läuft alles super. So, dann bitte einmal. Die Torte muss sich in der Mitte eines Tisches oder einer Theke befinden. Dann so. Geburtstagskerzen hinzufügen. Und dann geht sie schlafen. Ist ja egal. Sie kann ja ruhig den Geburtstag ihres Kindes verschlafen. Das juckt ja niemanden. So, und dann wecken wir nämlich Alpha Kevin. Weil der hat nämlich Geburtstag. Sina Bruna. Sehr cool. Selbstsicherheit. So. Er kann dann nämlich anfangen, hier mal so ein bisschen über Spielzeug reden, was sollen wir machen, Witze erzählen, lustig, lustig vorstellen, mehr Auswahl, lustig, Witze, Witze über Popel machen, wieso nicht, lustig, Witze über Erwachsenen lustig machen, sind die alle am Tanzen, aber das sind doch drei auf einmal, Sims gleichzeitig an der Stereoanlage zuhören lassen, nach Zuhören ist nicht Tanzen, Getränke zubereiten, ja, ist egal. Und wenn er das gemacht hat, dann kann er eigentlich theoretisch. Okay, seine Warteschlange ist voll. Weil ich wollte gerade sagen, kann er theoretisch dann eigentlich auch schon die Kerzen auspusten, dann juckt es ja auch niemanden mehr. Ich meine, das ist ja das Hauptziel, das ist das Wichtigste daran, dass er halt älter wird. Ich weiß gar nicht, ob wir dann gleich einen Randomizer brauchen, ob er dann irgendeine andere Lebensaufgabe braucht. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir da mal schauen. Ich vergesse mal so viel über die Altersstufen. Na los. Werd schneller fertig, bitte. Was macht sie? Spielen. So, und dann lassen wir sie Hausaufgaben machen. Ist egal, muss sie machen. Da muss sie durch. Nur weil ihr Bruder jetzt vor ihr altern darf. Ich würde es auch als unfair empfinden. Wo geht er dann hin zum Essen? Ach, quatschen, okay. Habe jetzt ihn noch gar nicht auswählen lassen. Abfeiern. Sich etwas wünschen. Komm schon. Als ob ich jetzt wirklich Kerzen auspusten nicht mehr mit angeben kann. Jetzt. Glasur probieren. Ein Stück nehmen. Es wäre unanständig, ein Stück von der Geburtstagstorte zu nehmen, bevor die Kerzen ausgepustet wurden. So, dann Kerzen auspusten. Und dann ist unser Sim auch wieder ein bisschen älter. Dann kommen wir sehr gut voran, vor allem, weil er sich in der Altersstufe dann nämlich mit um die Kinder kümmern kann. Und die können arbeiten gehen.
Und dann müssen sie nur noch ein so Highschooler werden und dann können sie ausziehen und dann fangen wir an, Häuser zu bauen. Müssen halt nur gucken, was wir dann machen. Cool wäre es halt, wenn wir bei unseren Kindern dann so anfangen, WGs zu bauen, so dass die dann so Genossen kriegen, weißt du? Und vor allem bei unseren männlichen Kindern wäre das halt schon sehr chillo, dass sie dann alle in so WGs reinziehen, wo dann halt auch so neue Männer leben, die für uns gut sind, mit denen wir Kinder machen können. Da müssen wir ganz viele Sims gestalten. Okay. Hammer, ja. Digga, ich hab das alles noch gar nicht so laut. Alpha Kevin ist älter geworden. Alpha Kevin hat ein Bonusmerkmal erhalten. Du findest alle seine Bonusmerkmale in der Simulogieleiste. Teenager, sein Liebesqualm, verschwitzte Sporthose und hormonelle Veränderungen warten. Steig am besten in die Stiefel, der Ritt beginnt hier. So, er ist ein Vielfraß. Und da haben wir die Wahl zwischen 1, 2. Wie viel sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey Siri. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Die Antwort lautet 4. 1, 2, 3, 4. Hey Siri, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 4. Das ist 1. 1. Also, große, glückliche Familie. Dieser Sim möchte einen großen, liebevollen Haushalt gründen. Alles klar, wieso denn nicht? Kommt ganz nach der Mama. Na Mensch, guck mal einer an, wie schnieke der aussieht. Leute, warte, warum ist unser Kühlschrank kaputt? Oh, wir haben keinen. Komm, reparier mal direkt. So, und dann kannst du zum Essen rufen. Portion für Florian nehmen, mehr Auswahl zum Essen rufen. Dann kann er direkt mal ein bisschen, ne, ein bisschen hier. So, und dann haben wir hier direkt Hausaufgaben machen. Ist ja alles gar kein Problem. Die können wir dann langsam mal verkaufen. Die braucht er ja dann nicht mehr. Aufwischen, das schmeißen wir weg. Draußen die Anlage ist auch schon wieder kaputt, ne? Oh, ist das grauenhaft. Ich glaube, sowas können wir nur benutzen, reparieren. Ach, komm schon. Wieso können wir das denn nicht ersetzen? Ach so, weil wir wahrscheinlich schlafen, denke ich mal. Ist doch alles stressig. So, ich denke mal, das passt so. Was macht Sohnemann gerade? Den Kühlschrank reparieren. Ja, guck mal, der macht direkt Fortschritte hier. Engagiert sich direkt so, wie es soll. Kann ich die jetzt ersetzen? Benutzen, reparieren. Ich will die ersetzen. Hat die Geschicklichkeitsfähigkeit erreicht? Nee, erhalten. So, kannst du schon mal Teile plündern, bevor wir das wegschmeißen. Alles klar, was macht sie? Ist immer noch am Projekt dran, wa? Level 10 der Mentalfähigkeit erreicht. Sehr gut. Das ist ja mega. Weil die Frage ist halt, wie lange braucht sie für das Projekt halt noch, bis das fertig ist, ne? Also wenn sie es jetzt direkt fertig kriegen würde, wenn ich sie weiter dran arbeiten lasse, ist halt cool, ne? Aber ich meine, ihre Blase und sowas ist halt langsam ein bisschen ernst. Ich lasse sie einfach mal weitermachen. Ich lasse sie. Ich gehe einfach mal voll Risiko. So. Theoretisch gesehen müssten wir mal nach unseren Säuglingen gucken. Weil eins davon ist nämlich traurig, weil es Hunger hat. Nee, das wollte ich nicht. So. Nach Säuglingen gucken. Wo ist es denn? Babypflege. Nach Säuglingen sehen. Dann lassen wir sie erst einmal kurz duschen. So ein bisschen zumindest. Das reicht auch schon. Ich meine, Hunger hat sie eh nicht. Ist ja alles kein Problem. Und dann kann sie mal nach ihrem Kind sehen.
Hat sie eigentlich ihre Hausaufgaben schon gemacht? Nee, ne? Es ist da oben. Hausaufgaben mit links erledigen. Ah, langsam wird ihre Blase aber auch echt eng. Wir lassen sie einfach mal aufhören. So, die Frage ist, füttert sie ihr Kind jetzt? Ja, einwandfrei. Das ist so geil, dass man, also wenn man irgendwann ein Erziehungslevel, ein hohes Level hat, macht das so Spaß, Säuglinge zu kriegen, weil du dir halt einfach nichts mehr machen musst. Du musst eigentlich gar nicht selbst diese ganze Mechanik machen von, na, hier Windel und hier und da und so. Muss man alles einfach gar nicht tun. Das ist so chillo, weil sie das einfach so perfekt sieht. Ich meine, guck mal, uns fehlt auch gar nicht mehr viel zum Level 10, ne? Das ist halt überchillig. Guck mal, unsere Gäste gehen auch wieder. Samstag 7 Uhr. Gar kein Problem. Ganze Nacht mal durchgefeiert. Wieso denn nicht? Ich habe mich gerade gewundert, warum einer unserer Gäste da reinläuft, bis mir aufgefallen ist, dass es Kevin ist. Ach ja, warte mal. Was hat Kevin denn jetzt eigentlich für ein besonderes Extramerkmal? Charisma, Geschicklichkeit, Videospiele? Nee, da wollte ich nicht hin. Simologie. Hohes Selbstbewusstsein wegen Selbstsicherheitsstatus. Hä, ist ja überchillig. Das ist ja mega. Wie sieht's hier aus? Verantwortung ist richtig hoch. Manieren ist okay. Konfliktlösung. Es ist halt wirklich nur die emotionale Kontrolle, die bei allen so ein bisschen am Scheitern ist, wa? So. Nee, duschen nicht. Toilette, obwohl die Toilette kann er dann eigentlich auch schon drüben verwenden. Wenn er das dann aufwischen geht, dann kann er eigentlich hier drüben die Toilette verwenden und dann ein bisschen zocken gehen. Mal gucken, wie ihm Spiele so gefallen haben. Ich meine, dazu hat er ja auch noch nichts Genaueres. So, was macht sie jetzt noch? Säugling an sich drücken. Baden. Warum badest du dein Kind? Oh, ja, ist okay. Meilenstein, erstes Wort freigeschaltet. Susul, Dagdag, Lama, alle sind sich uneinig, welches Wort als erstes gesprochen wurde. Aber eines steht fest, Dena hat soeben begonnen, seine ersten Wörter zu sprechen. Wie cool. So. Nach Säugling sehen. So, dann kann sie theoretisch gesehen eigentlich direkt die Zusatzaufgaben machen. Ah, sie hat Hunger. Und das ist natürlich auch schon nichts vom Kuchen übrig oder so, ne? Ist natürlich alles wieder weg. Hier, guck mal, hier ist noch ein Stück Torte. Was will sie machen? Meilenstein, erstes Wort. Kind 2 auch direkt. So. Was tut sie jetzt? Ich lasse sie einfach mal machen. Sie wird schon wissen, was sie tut. Ich stelle das jetzt nicht in Frage. Sie wird schon wissen, was sie tut. Das Säugling an sich drücken. Stillen. Okay. Cool wäre es, wenn wir heute direkt eine zweite Feier machen können. Aber wir müssen gleich mal kurz einen kleinen Anpassungsmodus hier machen. Herzlichen Glückwunsch. Guck mal, kann ich mit ihm Outfits planen? Weil dann müsste ich ja eigentlich Zugriff auf alle Sims machen. Haben. Genau, dann passen wir jetzt nämlich mal ein bisschen die Klamotten an. So. Kollege hier. So läufst du mir nämlich ganz sicher nicht rum. Das ist ja grauenhaft. So, aus damit. Irgendwas Cooles. Du brauchst was Cooles. Du bist ein cooler Boy. Hat aber noch scheiß Körperstatur, ne? Er muss natürlich erstmal wieder was finden, was irgendwie halbwegs okay aussieht. Oh, das ist cool. Ich finde, das steht ihm. So, irgendeine Chillo-Hose. Was Langes, was Vernünftiges. Ja. Oh ja, die ist Chillo. Die ist Chillo. Die finde ich super. Wie sieht die in Schwarz dazu aus? Das ist tatsächlich ganz cool. So, haben wir was Vorgefertigtes oder Kombinationen oder so? Digga, ist das. Ich hinterfrag's nicht. Ich hinterfrag es einfach nicht. Ich tue es mir nicht an, das jetzt hier zu hinterfragen. Auf gar keinen Fall tue ich das. So, was ist das? Das sieht. Warum haben wir denn Yeti-Kostüm?
Wir haben so viel. Irgendwas Cooles. Ich will nicht so viel zusammenwürfeln jetzt. Ein Clown. Nee, das finde ich alles ziemlich kacke. Tops. Gucken wir noch mal rein. Oh, sowas Edles ist wahrscheinlich auch cool. Guck mal, Kevin wird unser kleines Streberlein. Der wird unser kleines Streberlein. Der kriegt so normale Klamotten. So, der sieht einfach so aus wie der Opa von nebenan mit seinen drei Kindern im Garten. Ich glaube, das ist eine coole Idee, was wir machen können. Nee, das ist eine absolute Katastrophe. Hier, nimm was Cooles. Was Schönes. Sowas. Oder so ein Hemd. Ein Hemd ist, glaube ich, auch chillo, um abends wegzugehen. Safe. Vorgefertigt. Was haben wir denn da so? Das ist ganz cool. Oh ja. Ja, das sieht gut an ihm aus. Ja, so machen wir das. So, Sport. Vorgefertigte Looks. Vielleicht können wir mit denen ein bisschen besser arbeiten. Einfach nur, damit es irgendwie so halbwegs okay aussieht. Oh ne, aber die Farbe ist kacke. Oh, die ist cool. So, ansonsten bräuchten wir vielleicht noch eine kurze Kombination. Die wäre natürlich irgendwo chillig. Und dann sollten wir ihn auf alle Fälle mal ein bisschen mehr zum Sport schicken, glaube ich. Und wir müssen aber mal gucken, dass wir auf jeden Fall auch direkt noch einen Job für ihn finden neben der Schule. Da wird er jetzt durch müssen, dass er neben der Schule direkt arbeiten geht. Da kommt er nicht drum herum. Irgendwie muss er das Geld nach Hause kommen, wa? Ja, das finde ich, glaube ich, chillo. Ja, können wir die Schuhe in Orange haben? Nee, haben wir orangene Schuhe? Oh ja, sowas. Aber das ist mehr rot als orange. Oh, das ist ja blöd. Gibt's die in Orange? Oh ja, hier. Guck mal einer an. Schmecksi. Vielleicht packen wir ihn irgendwas an Schmuck oder so ran. Vielleicht wäre Schmuck gar nicht mal so schlecht. Guck mal, haben wir so ein kleines Teenager-Pflaumenbärtchen, was wir ihm geben können? Sowas? Eigentlich können wir das echt nicht machen, oder? Eigentlich können wir das nicht machen. Und dann so ein Ohrring. Nee, nur einen. Kann ich den nicht nur auf einer Seite haben? Geht das nur auf beiden? Ich hätte auf einer tatsächlich cooler gefunden. War irgendwie eine süße Kette oder sowas. Medizinische Wearables brauchen wir nicht. Make-up brauchen wir nicht. Hüte brauchen wir nicht. Gibt es da noch irgendwas anderes? Er könnte aber natürlich ganz nach Papa kommen und direkt so ein Vollbart haben, ne? Aber ich finde alles also so dreitagesmäßig irgendwo chilliger. Ich meine, er ist halt nur Teenager, ne? Also so viel wäre halt, glaube ich, auch nicht so cool. Das ist halt so ein bisschen angetouched-mäßig, der Komfort. Ich weiß auch nicht. Wir könnten natürlich echt asozial sein und einen auf den machen, ne? Können wir den blond färben? Also so hell machen? So im Sinne von, der kommt gerade erst. Tatsache. Ja, das ist cool. So lassen wir das. So lassen wir das. So machen wir das. So, das haben wir. Oh Gott, bitte. Typi, Alter. Ich dachte, du möchtest irgendwann mal jemanden kennenlernen. Ich glaube, so wird das aber nichts. So wird das ganz und gar nichts. So. Kombination. Ich meine, so ein Onesie trägt jeder von uns gerne. Das ist cool. Ein Onesie geht immer. Oh, es gibt Crop Tops. Das ist ja amazing. Hä, finde ich ja richtig cool. Ja, vielleicht in einer anderen Farbe. So im Sinne von so, er hat davon Trainings-T-Shirts und Schlaf-T-Shirts oder irgendwas in die Richtung. Weil sein Trainings-T-Shirt sieht ja auch so aus. In der kurzen Hose wäre halt auch chillo. Oh Gott, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich denke, Boxer ist fein. So. Party-Outfits brauchen wir was Vernünftiges. Oh, das ist schön. Ja, nee, nee. Nee, das lassen wir schon so. Aber ich würde die Brille abnehmen. Ich finde die Brille nicht so geil, tatsächlich. Die Brille ist echt kacke. Und ich würde die Ohrringe ein bisschen unauffälliger machen. Sowas in die Richtung. Ja, das ist ganz cool.
Haben wir noch mehr vorgefertigte Looks, die so nice sind? Oh, ich mag, dass das mit denen immer so schnell geht, weil die sehen gar nicht mal schlecht aus. Nee, das fühle ich nicht. Weil ich hätte eigentlich ganz gerne noch einen zweiten für ihn. Ich meine, theoretisch gesehen könnten wir noch super viel machen, so Gesicht verändern und sowas, aber ich will da eigentlich gar nicht zu viel drin rumwursteln. Ich möchte halt, dass die. Ich will ihn halt auch einfach körperlich nicht verändern, eigentlich, ne? Also kann ich halt auch gar nicht so, weil wir sind nur in Outfits-Dings. Oh, sowas ist halt cool, aber I don't know. Nur auf Sims-Sessions bei Verkäufern erhältlich. Okay. Irgendwas Chilliges, aber dann braucht das eine andere Hose. Irgendwas Rockiges. Na, vielleicht ein bisschen weniger rockig, aber ein bisschen mehr schön. Aber die Hose ist ganz geil. Finden wir dazu was Cooles? Ja, guck mal, wir könnten einen auf Jay Huntington machen. Aber das glaube ich, das will niemand von uns. Das T-Shirt da drunter ist halt hässlich, aber die Jacke ist ganz geil. Oh, es ist ärgerlich. Gibt's das nur in Schwarz? In Schwarz-Grau? In Schwarz-Schwarz? Schwarz-Schwarz ist cool. Gibt's die Hose in einer anderen Farbe? Ich glaube, Senfgelb ist einfach nicht seins. Aber die Hose ist chillo. Oh, hellblau kommt wild. Schuhe in einer anderen Farbe. So. Schwimmen. Ja, das ist okay. Das kann so bleiben. Haben wir da was vorgefertigt, was cool ist? Nee, ich glaube, ich würde tatsächlich bei den Farben direkt bleiben wollen. So, was haben wir noch so vorgefertigt? Ist halt echt nicht nice, ne? Ist halt echt nicht wirklich was Gutes bei. Da ist immer so eins, vielleicht mit Glück zwei Sachen, die wirklich gut aussehen. Aber ansonsten ist das alles echt ein bisschen mau. Die Sachen sehen aber auch einfach alle kacke an ihm aus. Mann. Andere Hose. Gucken wir erstmal danach. Ey Gott, wir müssen Kevin richtig dazu zwingen, Sport zu machen. Der geht jetzt jeden Tag laufen und sowas. Das kann es nicht angehen. Aber ich finde so rot und sowas sind so voll seine Töne. Nee, weiß ist blöd. Wenn dann schwarz. Schwarz ist chillo. Ja, das finde ich cool. Können wir die Sonnenbrille, die Farbe ändern? Gibt es die in Rot? Weil er hat rote Flipflops an. Ja, guck mal einer an. Schnieke sieht das aus. Schnieke sieht das aus, oder was? New Miss Oh, das Lennart. ist cool. Oh, das sieht im Dunkeln echt gut aus. Oh, das steht ihm auch voll. Nee, Rot sieht kacke aus. Ja, der Rest ist wieder nicht so nice, ne? Haben wir irgendwas, was wir zusammenwurschteln können, was irgendwie so einigermaßen schön aussieht? Die Jacke ist halt toll. Aber in einer anderen Farbe. Boah, so helle Töne stehen ihm halt gar nicht, ne? Irgendwie in einem anderen Farbton. Ich will eigentlich das auch gar nicht so schlicht halten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das hat auch was. Aber ich glaube, das mag ich. Da brauchen wir nur eine gute Hose zu. Vielleicht was Dunkles. Nee, es ist irgendwie auch nicht das Wahre. Vielleicht kommt ein bequemer Pulli. Oh ja, sowas. Oh mein Gott, ja, da sehe ich ihn. Ja, Mann. Oh, so eins brauchen wir aber noch als Tagesoutfit. Irgendwas Chilliges.
was so richtig schön oversized sitzt. Ist das der Pulli, den wir drüben auch haben? Nee, ich glaube, es ist nochmal ein anderer, ne? Guck mal, blau sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, das feiere ich total. Das finde ich super. Codex of M, danke für deinen Follow. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Hallo. So. Ich denke, dann haben wir alle Outfits, wa? Dann haben wir den jetzt mal so ein bisschen angepasst, den jungen Herrn hier. Ich denke, das passt so. Sollen wir die Kinder? Die Kinder können wir gar nicht umziehen, ne? Oh, doch, können wir. So, Beinbekleidung. Ach, süß. Ist das knuffig. Leon, ja, man, danke für dein Follow. Schön, dass du da bist. So. Es ist blöd, dass wir nur ein Oberteil haben. Guck mal, die haben sogar Tagesoutfits. Wie süß. Nee, ich denke, die ziehen wir auch gar nicht um. Ich glaube, die lassen wir so. Die süßen Mäuse. Ich finde das super. So, dann können wir sie noch mal ein bisschen anpassen. Ich glaube, sie wird zwar nicht mehr lange in diesen Klamotten hier rumlaufen, aber fix einfach mal kurz ein bisschen drüber gucken. Mal so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen femininer. Ja, ist mir vielleicht ein bisschen zu feminin. Das steht dir jetzt auch nicht unbedingt. Irgendwas Süßes. Was Kurzes, also nicht kurz, aber süß. Das T-Shirt ist ganz cute. Die Hose ist ganz grauenhaft. Passt. Yeah. Hier, nimm. Ja. Das ist cool. So, das ist auch okay. Ausgekleidung. Haben wir da irgendwas, was chillo aussieht? Luni, ich müsste mal bitte. Ja, nee, nicht hinsetzen. Hinlegen, bitte. Leg dich hin, Mausi. Noch ein bisschen tiefer. Noch ein bisschen mehr hinlegen. Dankeschön. Ausgehen, ausgehen. Irgendwas Schönes. Haben wir Kleider? Kombination? Irgendwas? Oh, das ist süß. Das nehmen wir. So, einfach mal so ein kleines bisschen andere Variation da noch mit reinbringen. So, haben wir. Passt so. Klasse. Na, lädt's?